Was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir auf keinen Fall ein normales, sondern eine Servervorstellung. Und zwar von dem lieben MyDonkey Server. Mops. Und der Owner, mit dem rede ich auch gerade über TS, ist der liebe Mobskater. Der ist hier dabei. Hallo. Ja, Ja, man muss aber ja, vorher dann würde ich sagen, sagen. der Ja, dann Server würde ich sagen, ist, fängst du mal an. ja, der Server Ja. ist noch nicht sehr berühmt gebaut, wie auch immer. So, ja, kaum ist kommt, was man machen kann. Zwar schon Multispieler, aber ich glaube bis jetzt nur Survival und Creative, also auf dieser Seite hier. Da gehen wir auch zuerst hin. Ja, Wenn halt noch ein kurzer bisschen Fact. Plot-Mühe. Ja, und kurzer Fact zu Lobby. Die wird noch umgebaut. Also die ganzen Namen und sowas, die sind nicht so hübsch, die werden noch umgebaut. Und übrigens, der Server sucht Bilder. Da kann man sich dann bewerben. Im Forum war das, ne? Bei dir. Ja, Forum Teamspeak einfach irgendwie anschreiben. Okay. Hier werde ich in den Kommentar in den Beschreibung im Forum auch. Ja, hier gibt es jetzt verschiedene Portale zu mu verschiedenen Modis, zum Beispiel Creative Plot Me, Plot me, ja. Builders, Creative, Free Build und PvP. Ja. Ja, das ist halt hier dieser normale Spielserver für die Leute, die nicht so auf Minigames stehen. Und was gesagt Ja. haben, um jetzt Bilder zu bewerben, was war das nochmal? Welches Portal? Als Creative. Bilder bitte in die Kreativwelt und ja, einfach Genau, mal das irgendwas ist die hier bauen. hinten. Das Die, ist ach ja, und also. nicht wundern, die Welt ist schon grief protected, deswegen, ja. Wenn irgendwas fehlen sollte, dann einfach mal anschreiben. Jo. Das geht noch, glaube ich. Das ist Portal Goes Nowhere. Okay. Ja. Ja. Dann sind irgendwie So. seit Jahren schon so Build, PvP, Server Team. Das da, was soll das heißen hier, dieses Schwarze? Achso, ja, das nächste Portal, das umgebaut wird, da kommen die Minigames hin. Aber Ah. als allererstes wollte ich, beziehungsweise als zweites kommt dann noch der Spielmodus, den wir ganz neu reinbekommen haben. Ich teleportiere uns gleich mal hin. Jo. Und übrigens, also das PvP, das Games und ja. Und die gibt noch einen Jump, wenn man so Standing geht, was ich derzeit machen kann, bis er hier fertig ist. Und das ist ein Jump, jetzt die sollten noch mittlerweile klappen. So, So. das ist unser In-Time-Server nach dem Film In-Time nachempfunden. Wie ihr vielleicht rechts in dem HUD sehen könnt, habt ihr da so Punkte und das ist euer Geld. Und da ist noch eure zu verbleibende Zeit. Mit dem Befehl slash intime gibst du gleich mal bitte ein. Hab Könnt ihr ich? noch sehen, wie lange ihr ungefähr lebt. Hier in dem Fall. Ja. Mehr ist eigentlich bis jetzt noch nicht zu zeigen. Hast du noch irgendwie was zu zeigen, zu sagen, wie auch immer? Hast du dich auf TS gemutet? Nein. Moppy? Ich höre Ja. hier kein TS. Ach, jetzt. Ja, tut mir leid, mein Mikrofon war gerade. Also Ja. hast du noch irgendwas zu sagen oder zu zeigen? Ja, dieser Spielmodus ist halt darauf aus, dass man einfach die ganze Zeit Geld verdient. Und ja, das ist halt eher Hardcore-Spielmodus und wenn du halt einen anderen Spieler tötest, bekommst du dein komplettes Geld und dieser Spieler wird nicht unbedingt gebannt, aber er kann dann so lange nicht mehr spielen, bis halt alle wieder entbannt werden. Passiert ungefähr alle 2, 3 Monate, dass dann wieder mal alle entbannt werden. Ja, ist zwar eine Und längere Zeit, die. aber man muss halt auch aufpassen, wie man spielt, dann wird man noch nicht gebannt. Ja, das ist halt wie gesagt ein Hardcore-Spielmodus. Ja. Wenn du da nicht genug aufpasst, beim fetten Zug durch. Fuhr. Ja, und wenn du halt kein Geld mehr hast, bist du auch tot. Deswegen. Falscher Zug, falscher Moment, Zug, das ist gerade ein komplett falscher Moment, ich nehme auf. Ein scheiß Moment, ich bin einfach wieder der Zug durchgefahren. Ja. Okay. Dann war das bis hier erstmal. Wie gesagt, Link natürlich, der, also IP ist in der Beschreibung, Forum-Beschreibung, TS-IP in der Beschreibung. Und sonst, ja, würde ich sagen, war es das mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und ja. Übrigens werde ich jetzt noch zu dem Gmod-Server, also TTT-Server von Mobskarte, noch eine Review machen. Also auch zeigen. Und ja, das wird dann heute, das wird dann genauso klein wie dieses Video. Nur halt unterschiedlich. Also halt, aber das kommt jetzt und dann das nächste in circa einer halben Stunde. Je nachdem, wie lange ich brauche. Und dann, ciao.